Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 40. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und stelle mit Blick in den Plenarsaal die Beschlussfähigkeit fest. Es gibt sich kein Widerspruch. Ich darf Sie bitten, sich vor Eintritt in die Tagesordnung von Ihren Plätzen zu erheben. Seit unserer letzten Landtagssitzung haben wir vom Tode eines ehemaligen Kollegen erfahren, dem wir gedenken möchten. Und ich danke Ihnen, dass Sie sich von Ihren Plätzen erhoben haben. Im Alter von 90 Jahren ist am 20. Februar der frühere Abgeordnete Heinrich Dudene verstorben. Heinrich oder Heiner Dudene erblickte am 21. Januar 1930 in Gelnhausen das Licht der Welt. 1953 wurde er Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Er war drei Jahre lang der zweite Vorsitzende der SPD Hessen Süd. Von 1955 bis 1972 war er hauptamtlich beim Deutschen Gewerkschaftsbund tätig. 1972 wurde er der erste Landesgeschäftsführer der hessischen SPD. Vom 1. Dezember 1970 bis zum 5. Juni 1976 war Heiner Dudene Mitglied im Hessischen Landtag. Er engagierte sich im Ausschuss für Beamtenfragen, im Ausschuss für Landwirtschaft und Forsten und im Sozialpolitischen Ausschuss. Vom Juni 1976 bis zum September 1979 war er Bürgermeister der 1970 neu entstandenen Großgemeinde Brachtal, weshalb er am 5. Juni 1976 sein Mandat im Hessischen Landtag niederlegte. Heinrich Dudene war verheiratet und Vater von zwei Kindern. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und den Angehörigen. Herzlichen Dank, dass Sie sich zu Ehren von Heinrich Dudene erhoben haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Tagesordnung vom 19. Mai 2020 und ein Nachtrag vom heutigen Tage mit insgesamt 71 Punkten liegen Ihnen vor. Noch eingegangen und in den Fächern verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend 1,5 Millionen Euro Soforthilfen für Frauenhäuser und Beratungsstellen in Hessen während der Corona-Pandemie. Drucksache 20-2814 wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag, wenn dem nicht widersprochen wird, Top 69 ebenfalls noch eingegangen. Und in den Fächern verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der SPD betreffend Tablets für alle, Teilhabe an digitaler Bildung ermöglichen. 20-2824 wird auch hier die Dringlichkeit bejaht. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser dringliche Entschließungsantrag Top 71, wenn dem niemand widerspricht. Und schließlich ist heute noch ein dringlicher Antrag der Freien Demokraten betreffend schnelle Ausstattung hessischer Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten, Drucksache 20-2844, eingegangen und an den Plätzen verteilt. Wird auch hier die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dies Top 72, wenn dem nicht widersprochen wird. Wie Sie dem Ja, bitte schön, Herr Kollege Rudolph. Bitte schön. Drücken Sie mal ganz kurz. Danke schön. Herr Präsident, wir bitten den eben beschlossenen dringlichen Entschließungsantrag Top 71 mit dem Top 5 aufzurufen, wie heute Morgen. Alles klar, haben wir besprochen. Erhebt sich auch keinen Widerspruch. So machen wir das. Dann rufen wir die zusammen auf. Sie können dem Nachtrag der Tagesordnung zu Top 57 bis 62 entnehmen, dass sechs Kollege Lenders, bitte schön. Ach ja, genau. Drück doch mal auf dein Knöpfchen. Aufs Knöpfchen. Knöpfchen habe ich gefunden. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Wir bitten dann auch unseren dringlichen Antrag, den Sie gerade aufgerufen haben, auch mit Top 5 dann mit aufzurufen.
So machen wir es. Keiner widerspricht. Alle sind einverstanden. Dann wollen wir die alle zusammen aufrufen, die drei Tops. Wie gesagt, Sie können Top 57 bis 62 entnehmen, dass 6 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen sind. Wir rufen Sie am Donnerstag um 9 Uhr auf. 5 Minuten je Fraktion. Übliches Verfahren. Und ich darf Sie fragen, ob Sie die Tagesordnung genehmigen. Das ist offensichtlich der Fall. Niemand widerspricht. Wir haben nach wie vor schwierige Zeiten, und dennoch bewegt sich, ich glaube, man kann das so sagen, das Plenum mehr und mehr wieder in Richtung Normalbetrieb. Und das heißt, dass wir uns im glücklichen Umstand befinden, dass uns 3 fröhliche Plenartage bevorstehen. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie das jemals so gesehen haben. Ich sehe es jedenfalls. Wo könnte man diese Tage besser verbringen als im schönsten Plenarsaal Deutschlands? Und das im Übrigen, apropos schön, bei bestem Wetter. Auch das weiß ich nicht, ob Sie das jemals verfolgt haben. Es ist eine Regel, dass, wenn Plenartage sind, wir auch schönes Wetter haben. Das ist keine Feststellung von mir, sondern der ehemalige Kollege Peter Lennart. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den erinnern. Peter Lennart, der Nachfolger ist Alexander Bauer im Wahlkreis, wenn ich das richtig sehe, hat eine Statistik geführt. Und Peter Lennart war ja Experimentalphysiker. Und aus der Statistik geht hervor, dass an Plenartagen immer schönes Wetter ist. Und so wird das auch die nächsten 3 Tage sein. Und ich will nicht das Motto bemühen, wenn über Hessen die schönste Sonne lacht, hat das der Hessische Landtag gemacht. Aber wie gesagt, es gibt offensichtlich eine gewisse Regel, dass das so ist. Nichtsdestotrotz befinden wir uns in Pandemiezeiten, und deswegen haben wir eine geänderte Sitzordnung. An die haben wir uns aber auch alle gewöhnt. Das Rednerpult wird auch weiterhin desinfiziert. Und ich darf Sie bitten, das einzukalkulieren, wenn Sie hier vorne ans Rednerpult kommen, dass zunächst einmal eine entsprechende Reinigung stattfindet. Darf ich noch einen Hinweis geben zu den Abstimmungen? Wir werden alle zur Abstimmung stehenden Gesetzentwürfe und Entschließungsanträge am Donnerstagabend in einer gesammelten Abstimmung abstimmen. Und heute werden wir, wenn alles gut geht, bis voraussichtlich 19 Uhr tagen. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 1. Das ist die Fragestunde. Und daran schließt sich an der Setzpunkt der Fraktion der CDU. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs von CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffend ein Gesetz zur Anpassung des Hessischen Schulgesetzes. Das ist die Drucksache 20/2791. Wir haben eben vereinbart, dass wir die beiden Tagesordnungspunkte hier entsprechend mitdiskutieren. Das ist einmal Top 47, Antrag der Fraktion DIE LINKE, Top 72 und der Top, den die Freien Demokraten 71 und 72 gemeldet haben, einmal SPD und einmal Freie Demokraten. Heute Abend tagt im Anschluss an die Plenarsitzung der Kulturpolitische Ausschuss im Sitzungsraum 501a. Entschuldigt fehlen heute der Kollege Dr. Dr. Rainer Rahn, AfD, Herr Kahnt, AfD, Karl-Hermann Bolldorf, AfD und der Kollege Schalauske für die Fraktion DIE LINKE, wobei ich gehört habe, dass der Kollege Schalauske nur heute fehlt. Gibt es weitere Entschuldigungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Heute hat der Kollege Thailand Burcu von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Geburtstag. 1985 ist er geboren. Lieber Kollege Thailand Burcu, für Sie gibt es natürlich Wein. Wer überreicht den Wein und wo ist der Wein? Ja, also er wird nachgereicht. Das ist doch selbstverständlich. Ach, das liegt, nee, bei mir liegt, ah, nee, hier liegt er. Hier liegt der Wein. Hier liegt der Wein. Das regeln wir gleich noch. Wir sind ja beide aus dem Wahlkreis 39, deswegen ist mir es eine besondere Ehre, Ihnen den selbst übergeben zu dürfen. Ich darf vielleicht in diesem Zusammenhang noch anfügen, dass der Staatsminister Wintermeyer mir eine Packung mit Mundschützen überreicht hat, mit Hessen-Wappen drauf. Es sind 100 Stück, die restlichen 37 hat er mir versprochen, darf ich so weit gehen, sie noch nachzuliefern. Also wer Interesse an einem solchen wunderschönen Mundschutz hat, sie sind hier vorne deponiert. Und wir sind Axel Wintermeyer ausgesprochen dankbar für diese entsprechende Ausstattung. Einen runden Geburtstag. Ja, das ist ein Applaus für Kollege Wintermeyer. Das ist auf alle Fälle
Einen runden Geburtstag konnte in der letzten Woche der Kollege Bernd Erich Vohl begehen. Kollege Vohl ist geboren am 22.05.1950, Fraktion der AfD. Herzlichen Glückwunsch zum runden Geburtstag. Und ebenfalls einen runden Geburtstag konnte am 15. Mai unser neuer Kollege, der Kollege Dr. Horst Falk, geboren am 15.05.1970, CDU-Fraktion begehen. Ihnen beiden alles Gute, viel Glück. Und vor allem in so schwierigen Zeiten wie diesen Gesundheit. Damit bin ich am Ende der amtlichen Mitteilungen.